Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Competitive-Diskussionspart. Wir reden heute über Lando T und dabei sind Glabber und Anne. Hallo. Hey, Menschen. Wird aber nie alt. Okay, wir reden heute über Lando T. Ist wahrscheinlich ein Pokémon, das jedem von euch ein Begriff sein sollte. Ja, wir reden heute wieder über Triad-Pokémon im OU. Einfach folgenden Grund. Ich glaube, Lando T war eigentlich immer Präsenz im OU und ist auch immer noch ansprechbar. Einfach weil das halt, ja, wie gesagt, schon super präsent ist und auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Gab es nicht damals sogar eine Diskussion, ob man Lando T nicht ins Uber packen sollte? Nein, gab's nie. Es gab so Fälle, wo Fall, der gesagt hat, oh, Lando ist so gut. Und ja, aber über Melissa Fall reden wir hier nicht. Das normale Lando wurde ins Uber gebannt. Ja, das normale Lando weiß ich ja. Ja. Ich glaube, Lurak X hatte mal einen Suspekt, oder? Da hat man drüber geredet, aber es kam dann nie durch. Ah, okay. Ich verstehe. Aber würdet ihr sagen, so Lando T ist auf jeden Fall ein Pokémon, das sollte wirklich für immer im OU bleiben? Ich glaube schon, weil es gibt auch keinen Grund, dass es zu broken ist. Also, wenn ich ehrlich bin, meiner Meinung nach, wenn Lando T irgendwann wirklich ins Uber kommt, dann wird OU einfach Müll sein. Ich meine, es ist jetzt schon Müll, aber ohne Lando T, dann gäb's einfach nicht so viele Checks und du hast halt nicht diesen Check gegen Mega Glurak, du hast nicht den Check gegen Stalobordo, genau, Garchomp, all diese Sachen eben. Ja. Teambuilding wäre halt sau eingeschränkt. Das stimmt, ja. Ich meine, allein durch die Typenkombination ist es halt so unglaublich gut, ne? Es hat halt als Schwächen nur Wasser und Eis und dadurch kann es halt sehr verlässlich die Tarnstein rauslegen. Es ist meiner Meinung nach sogar eigentlich der beste Tarnsteinleger, den es gibt. Ja. Also okay. Es ist halt einfach so. Es ist eben eine gute Bodenimmunität, es ist eine gute Elektroimmunität und beides ist eben unglaublich wichtig im OU. Und wenn man das beides schon mit einem Pokémon abdenkt, dann hat man schon ein ziemlich gutes Pokémon. Das stimmt, ja. Gerade auch durch jetzt, wo Kaporiki und so weiter noch dazugekommen ist, macht Lando auf jeden Fall einen guten Job. Genau, und die Sache ist, die Lando hat halt immer noch genug Checks, also es ist auf keinen Fall OP. Deswegen denke ich, sollte das passen im OU. Ich würde einfach sagen, ist halt wie Tangolos, einfach ein Pokémon, was nicht broken ist, aber trotzdem mal interessant zu besprechen ist, weil es einfach präsent ist. Ne? Genau. Einfach mal ein bisschen drauf eingehen, so, warum oder was macht dieses Ding im OU und warum ist es denn überhaupt so gut? Deswegen würde ich einfach sagen, fangen wir erstmal an mit den Sets. Der gute Herr hat hier schon ein paar Sets vorbereitet. Wollen wir einfach von oben nach unten alle durchgehen oder machen wir die Z-Moves zum Schluss, okay? Weil da glaube ich, noch ein bisschen. Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir sollten mit den Movesets anfangen, die schon in Oras gab. Okay. Oder eben schon Gen 5. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Scarf-Set an, oder? Ja. Das ist so das Standard-Set. Das ist halt wirklich das Standard-Set. Also, Choice Scarf, das gab es schon in der 5. Generation. Ja. Das kommt einfach daher, dass ein Scarf Lando T so. Es konnte halt viel machen, sagen wir es mal so. Also, es gab nicht so viele Checks gegen U-Turn. Also, man konnte halt U-Turn nicht wirklich bestrafen. Du konntest halt fast auch immer mit Lando leaden. Du hast fast immer einen safen Lead. Du hast entweder ein super starkes Erdbeben rausgeholt oder du konntest halt mit der U-Turn einfach rausgehen. Genau. Und die im besten Fall sogar Switch Advantage holen. Eben. Also, dass es U-Turn kann, ist eben so eine große Advantage, die Lando T einfach hat, weil als Scarfer ist sowas schon mal ein riesiger Vorteil, denn du kannst einfach dir die Switch Advantage holen, egal was passiert. Also, in den meisten Fällen, wenn Lando ein gutes Matchup gegen das andere Pokémon hat, dann kann man einfach U-Turn drücken. Das ist einfach so, weil man die Switch Advantage sehr sicher bekommt, denn entweder man bekommt die Switch Advantage dadurch, dass der Gegner eben rausswitcht. Und man sieht eben, was reingeswitcht wird und man kann in einen Konter gehen, sagen wir mal. Oder er bleibt eben drin und man kann in etwas gehen, was die nächste Attacke einfach wegsteckt. Und das ist eben so ein Vorteil, den Lando T hat. Also es macht quasi schon mal Chip-Damage, kann mit U-Turn eben die Switch-Advantage holen und am Ende kann es eben ziemlich gut Late-Game cleanen, je nachdem, was noch übrig ist. Also Stone Age und Earthquake ist eine sehr gute Coverage, also da kann man echt nichts sagen. Und Stab, Earthquake trifft eben das meiste ziemlich gut. Ganz genau. Und halt, wie gesagt, Stone Age für die ganzen Flug-Pokémon, die man halt mit Erdbeben eben nicht trifft, wie zum Beispiel Talonflame damals oder ist Charapto im OU präsent? Ich glaube nicht, oder? Nee. Eher weniger. Eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Was gibt's sonst noch so für Flug-Pokémon? Man trifft damit im Fall der Fälle vielleicht auch noch Panzeron oder Kagoron wenigstens. Ein wenig. Ja, also wenn man wirklich Walter Lando spielen wollte, also ich würde das in dem Meter einfach überhaupt nicht machen, weil
viel zu viele Kargorons rumlaufen und Mew. Ja, ja, in dem jetzigen Meta. Also halt früher war es OP in Oras. Da war es also nicht OP, nee, aber es war echt gut. Es war halt ein guter Win-Condition, finde ich, weil du halt immer EQ spam kannst, wie du möchtest. Und da gibt es halt nicht so viele Sachen, die da reinkommen, außer eigenes Lando mit Rocky Helmet oder ähnliches. Und ja, der Rest, der da wirklich, wo man sagt, okay, der ist ground-resisted, ja, das wären dann so Silati oder andere Flying-Types, die von Stone-Edge oder U-Turn getroffen werden. Also, genau. Und was man vielleicht auch noch ansprechen kann, ist vielleicht Explosion, weil das ist halt eine ziemliche Nuke mit Lando, einfach weil es diesen hohen Attack-Stat hat. Und ja, die Sachen, die man halt eben normalerweise reinswitcht, sind eben eigentlich nur Steel-Types oder eben, keine Ahnung, eben fliegende Mons. Ja. Wie zum Beispiel, also ich glaube, was ich bisher meistens gesehen habe, wenn ein Lando mal Explosion eingesetzt hat, war gegen anderes Lando. Ja, ja. Okay, ja, wie gesagt, das Choice Scarf Set hat auf jeden Fall in Oras sehr, sehr gut funktioniert, aber es gibt in diesem Meta aktuell noch andere Sets, die wir aber erst später besprechen. Gerade die Z-Moves sind meiner Meinung nach, glaube ich, gerade am stärksten. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Earthplate Set. Ich glaube, es gibt gar kein Double Dance Set mehr. Früher gab es ja Double Dance in Oras, ne? Spielt man das nicht mehr? Theoretisch kann man immer noch Double Dance haben, also es ist nicht schlecht. Aber ich denke immer noch, dass Soft Sand, wenn man es hat, da eigentlich Soft Sand vollkommen ausreicht. Also da kann man einen Fehler haben, sowas wie Substitute oder Stealth Rocks. Ja, ich sehe es gerade hier, das Earthplate Set, was du reingeschickt hattest mit Substitute, Soft Sand, Smackdown und EQ. Genau. Also das ist eben so ein Set, das einfach Stall komplett zerstört. Also den normalen Stall, den man jetzt normalerweise auf der Ladder trifft. Und eben diesen SPL-Stall mit Clefable, Ductrio, Mega Sableye, Toxapex, Skarmory und... Targon? Nee, da war irgendwas anderes drin. Egal, auf jeden Fall gab es nicht was irgendwie... Genau, ich vergesse immer Chansey, warum? Okay. Das sind so Sachen, die sind immer in Stall drin normalerweise. Und die machen eben eigentlich absolut gar nichts gegen Lando. Vor allem eben Ductrio nicht. Und wenn Ducktrio eben einen Pokémon geschöpft hat, dann kann man einfach in Landos gehen, subben. Und dann bekommt man schon mal safe einen Swordsense raus. Und die Sache ist... Genau. Denn normalerweise stirbt Mega Sableye einfach nach einem EQ, wenn man auf Plus 2 ist, also das sollte kein Problem sein. Mhm. Und Smackdown ist eben dafür da, um Skarmory einfach zu killen, also man kann einfach Smackdown drücken, da kann man einfach EQ spammen, also ja. Falls sich Skarmory nicht irgendwie Whirlwind hat oder sowas, dann ist das eigentlich schon mal GG, sag ich mal. Und ja, ich sag mal so, das Soft Sand Set war eigentlich schon immer gut gegen Stall, es braucht nicht unbedingt Substitute. Ich habe immer gern Stealth Rocks drauf gehabt, weil Lando generell ein ziemlich guter Rocker war, wie gesagt. Also mit Max Speed outspeedet es eben ziemlich viele Sachen. Es hat ja 91 Speed Base und das ist eben ziemlich gut, wenn man gegen so etwas wie so Magierna gegenübersteht oder sowas. Da kann man auch Earthquake drücken. Und generell, es gibt viele Sets, die sogar einfach auf Magierna Speed creepen. Deswegen tut man auch manchmal 144 Speed rein, einfach nur um schneller als Magierna zu sein. Die Sache ist auch, man muss nicht unbedingt immer Adamant sein in dieser Gen, also es gibt auch viele Jolly Landers, einfach um andere Landers auch zu outspeeden. Aber generell ist halt auch dieser Speedstat eigentlich so gut, dass man das sogar machen kann. Und ja, also ich finde, offensives Landers hat auf jeden Fall eine ziemlich starke Präsenz, seitdem es diese Z-Moves gibt. Ja, die Sache ist eben, man kann eben nicht immer einen Z-Move haben, einfach weil ein anderes Pokémon möglicherweise den Z-Move hat, aber wenn man eben den Z-Move frei hat, dann ist eben das beste Set immer noch das mit Flynium Z. Da kann man eben, wie gesagt, Earthquake, Smackdown, Stealth Rock und Flynium Z haben. Und eben Fly. Und falls man eben schon einen Rocker hat, dann braucht man nicht mal Stealth Rock, dann kann man einfach Sword Sense haben und das würde Stall eigentlich auch fast schon zerstören. Ich sag's halt immer wieder, Flug ist so ein starker Typ und du triffst damit einfach so viel und wie sagst du, hat der Gegner auch kein Flugswitch und dann kannst du halt im schlimmsten Fall auch einfach Fliegen einsetzen und machst halt trotzdem immens viel Damage. Genau. Ja. Also ich spiele das Flynium Z Set tatsächlich auch, glaube ich, aktuell am liebsten. Das Lando, Flynium Z, gefällt mir echt gut. Ja. Es ist eventuell auch gerade das beste Set einfach, weil es eben alles trifft. Man kann nichts reinswitchen, nicht direkt. Also selbst andere Lando-Tier kriegen davon genug Schaden. Mhm. Und man muss ja nicht direkt den Flynium Z verbrauchen. Man kann ja ein bisschen
drumherum spielen. Man kann ein bisschen erstmal hier die Tarnstelle aufsetzen und dann kann man erstmal rauswitchen, wieder reinkommen und dann Flying MC einsetzen und dann wird auf jeden Fall irgendwas sterben, normalerweise. Ja. Also wenn ich gerade so fetter Shit dabei ist, sowas wie Celestila. Aber dafür hat man halt Smackdown EQ, ne? Genau. Das ist echt stark. Dann das Leftover-Set, da haben wir auch eben schon drüber gesprochen, das mit Protect Toxic kann ich tatsächlich noch nicht. Ja, genau, das ist das Neueste. Das hat man meistens immer noch mit genug Speed, um Magirna, wie gesagt, zu speeden. Also es hat halt ganz nett die Funktion, einfach diese ganzen Simus so ein bisschen checken zu können, also mit Protect. Und generell macht man mit Toxic eben viel Schaden auf Tangrowth und Zygarde. Also man kann zumindest die beiden ziemlich gut checken. Also es sind ja normalerweise auch Pokémon, die man eigentlich rein switchen würde. Also ich meine Tangrowth zum Beispiel. Lando. Ja, Tangrowth switcht man normalerweise ja schon in Lando rein, außer man prediktet jetzt wirklich, dass es hier Flying EMZ hat. Aber wenn man Leftovers sieht, dann geht man natürlich nicht davon aus, dass es Flying EMZ hat. Und ja, also es ist auch ein guter Rocker. Es kommt eben in viele Sachen rein. In gegnerische Lando auch. Und wie gesagt, da kann man erstmal Protect drücken, schauen, was er macht. Und wenn es eben der Z-Move war, dann hat man schon mal gute Chancen, hier die Tarnstein rauszulegen. Einfach weil man mit Lefties eben so viel wieder recovered. Und gegen Zygarde ist es trotzdem gut. Also es gibt natürlich auch Sub-Coil Zygarde. Da hat man wahrscheinlich eher Probleme damit, aber das sieht man seltener als das Double Dance Set. Also das, was wir schon mal angesprochen haben. Also schaut einfach beim Zygarde-Video vorbei. Und ja, ich finde, es hat auf jeden Fall einen guten Platz im Meta, also man sieht es nicht so häufig. Ja, wenn es jetzt gerade, so wie du schon erwähnt hast, gerade gegen Tangulos, finde ich, klingt es auf jeden Fall echt gut. Aber dann wieder gegen Celesteela oder Skarmory macht es halt nichts, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es deswegen nicht existent ist. Also, wie das Flying MZ-Set zum Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. Also das Flying MZ-Set ist, finde ich, das, was derzeit am häufigsten gespielt wird, einfach weil du all-around alles gut treffen kannst. Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach einfach auch das Beste. Ich find's auch interessant, dass, weil halt Rotom Wash jetzt nicht mehr so existent ist, dass dieses Set wirklich gut funktionieren kann. Also klar, Smackdown wird immer noch das Rotom auf den Levitate wegnehmen, aber trotzdem, es ist cool, dass wirklich dieses Set ausgerechnet das Beste ist derzeit. Ja. Ja. Also von der Coverage her, es gibt auch sowas wie Knockoff und Explosion, wie gesagt. Aber mit Fly, Smackdown und Earthquake kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Dann haben wir das Rocky Helmet Set mit Hidden Power Ice. Das ist wahrscheinlich für Garchomp, andere Landos, Zygarde und eventuell auch mit Hidden Power Ice, um ein bisschen Tangulos anzuschwächen, zu chippen. Naja, ich glaube, man würde eher auf Tangulos U-Turn machen, weil er selbst auch echt Eis hat. Also dann wahrscheinlich am ehesten Zygarde, Lando und Garchomp. Vor allem die ersten beiden, weil die halt irgendwie das Meta gerade. Zygarde regiert das Meta zwar nicht, aber ist trotzdem Top 3. Und dementsprechend sollte man, macht schon Sinn, dass HP Ice gespammt wird. Und wir haben ja schon die drei Monster angesprochen. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, aber ich weiß nicht, ob die Zygarde überhaupt irgendwann mal bannen werden. Wenn sie es nicht tun, wird Audio für immer dreckig bleiben, aber egal. wenn Zygarde verschwindet, könnte es auch sein, dass Landis Set sich wieder verändert. Also, dass dann wieder Stormage gespielt wird, keine Ahnung, oder Toxic, was auch immer. Also, dass dann HP Ice wirklich verschwindet, weil es dann halt echt nicht mehr nötig ist, wenn Zygarde weg ist. Weil du brauchst dann halt nur für Lando und Garchomp sieht man sowieso nicht so oft, wie ich finde. Nicht so oft wie Lando, sagen wir so. Genau. Ja, klar. Ja, okay, zum Rocky Helmet Set. Also, das ist halt quasi eigentlich das Set, das man wahrscheinlich am meisten kennt. Also, auch Soras. Das hat auch. Das muss nicht unbedingt HPIs haben, das stimmt. Also Stone Age war ja früher ziemlich common in Oras, einfach damit man genau wegen Talonflame, wegen Mega Pinsir und Volcarona auch. Also man will davon eben nicht gewallt werden. Ja. ich meine gerade defensives Volcarona, also das kann ja ein bisschen wegstecken. Aber es gab auch Hidden Power Fire gegen Scissor. Also wenn man so richtig Scissor Weak war, dann konnte man sogar Hidden Power Fire haben. Also wer jetzt meint, dass Lando ein normalerweise ein Scissor-Check, das stimmt halt einfach nicht, weil es sich darauf einfach Hochsort stanzt. Und dann kann man eben mit Scissor einfach sweepen. Von daher gibt es eben dieses ABR-Set mit Hidden Power Fire. Aber ich glaube, jetzt wird das einfach nicht mehr gespielt werden, wenn Toxapex und Celesteela da sind. Genau. Also Scissor ist halt nicht mehr so gut in Oras, in Sun and Moon, wie es in Oras war. Offensively gesehen. Also es ist immer noch ein guter Pivot mit Defog, aber ja, Shulks müssen wir auch unbedingt noch ansprechen, ne? Also das meinst da du? Kann man auch noch ein bisschen was zu sagen.
Also ja. Von wegen, weil es schlechter geworden ist oder was? Ja, genau, zum Beispiel. Da könnte man auch Keldeo mit reinpacken. Es ist zwar, ja, weiß nicht, Keldeo ist komisch. Es wird halt nicht schlechter und auch nicht wirklich besser. Ja, außer du spielst halt Hidden Power Poison. Außer Hidden Power Poison, na klar. Naja, es wird ein bisschen schlechter einfach, weil es jetzt ein Pokémon gibt, das, gegen das man überhaupt nichts machen kann. Und das ist Toxapex. Halt Toxapex, genau. Ja. Toxapex, Tapufini, Tapulu, die drei sind einfach irgendwie der Grund, warum Keldeo zu machen. Aber egal, es geht um Lando. Ja genau, gut, die anderen beiden kann man chippen, aber egal. Na, stimmt. Was bei Lando auch cool ist, ich habe es ja schon angesprochen, also dieser Speed-Stat kann man halt ein bisschen variieren. Also man muss nicht immer Max Speed haben. Es gibt halt diese Benchmark mit 144 Speed-EVs für Magearna, also Shift-G-Magearna eben, also Max-Speed-Magearna. Ja. Ich habe jetzt hier ein Rocky MSZ reingeschickt, das hat 20 Speed, das ist einfach Speed-Creep, um andere Landos zu outspeeden. Aber man kann auch einfach Min-Speed haben, also überhaupt kein Speed. Vielleicht so 29 DVs, also wirklich, um langsamer als andere Lando zu sein, damit man langsame U-Turn rauskriegt, aber das gab's auch eher nur in Oras. Ich glaube, in dieser Gen möchte man einfach mehr Speed haben, einfach damit man andere Lando eher mit HPIs treffen kann. Also man kann die dann eher killen, wenn man einfach outspeedet und dann HPIs drückt. Dann drückt er das andere Lando HPIs und dann drückt man nochmal HPIs und dann ist das andere Lando eben tot. Und ich denke mal, das hat eben seinen Platz im OU verdient. Also Lando sollte wirklich nicht aus dem OU verschwinden. Denn es ist, wie gesagt, ein wichtiger Check gegen Sand-Offense, sowas wie Excadrill. Das hat dem mit Intimidate so eine gute Fähigkeit. Also Intimidate ist so wichtig für Lando wie die Rauert auf Garchomp. Mhm. Und ich finde, dass man mit Lando eigentlich meistens einen ziemlich guten Pivot hat. Also es ist ein guter offensiver Pivot wie mit Scarf eben, wie mit Rocky Helmet, finde ich. Also Rocky Helmet, Lando gab es eigentlich nur, um diese ganzen U-Turn-Sachen zu bestrafen, sage ich jetzt mal, weil jedes Mal, wenn man natürlich U-Turn auf Lando einsetzt, kriegen die ein bisschen Chip-Damage und das ist halt super. Also es bestraft halt generell Volt-Turn, einfach weil es eben diesen Ground-Type hat, also man kann nicht die ganze Zeit Volt-Switch drücken. Und HPIs wird Lando meistens auch nicht killen, es sei denn, es ist halt ein Mega Manectric, aber sei es ja, Mega Manectric killt auch nicht von voll. Aber was wollte ich gerade sagen? Achso, was man zu Lando sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es eigentlich fast kein physisches Pokémon gibt, was es irgendwie ohne Setup one-shotten kann. Ja, außer es sei ein Ice oder Water-Type. Und davon gibt es halt nicht so viele physische im OU derzeit. Ja, Weavile sieht man ja auch nicht. Weavile ist ja jetzt Yu-Yu und OU macht jetzt nicht mehr so viel. Und ja, also das ist auch so ein Grund. Es sind viele Pokémon, die Lando mal gepressured haben, irgendwie nicht mehr im Keldeo, nicht mehr survival. Levi. Genau. Und ja, jetzt ist eigentlich Landos Schwierig. Time, you know. und ja. Dementsprechend. Ja, die Sache ist die, ich finde, Lando hat halt genau das, was wir halt schon bei Latias angesprochen haben. So, es muss nicht in jedem Team drin sein, aber es gibt keinen Grund, es nicht ins Team zu packen. Es passt halt einfach überall irgendwo eigentlich immer gut rein. So, euch fehlt ein Pokémon, was eben zum Beispiel Rocks rauslegen kann, nimmt man Lando mit, fertig. Eigentlich ist das Erste, was ich denke beim Teambuilding, ich weiß nicht, was physisch Defensives brauche, dann ist der erste Gedanke ich immer Lando. Weil ja. Das kommt halt in alles rein, gibt dir U-Turn, gibt dir Staffrox. Es accomplished einfach so viel für jedes Team eigentlich. Außer es sei jetzt ein Stall, aber ich glaube nicht. Nee. Ja, genau. Also ich war halt schon immer ein Garchomp-Fan, will ich ganz ehrlich sein, aber ich muss hier Lando an der Stelle ganz ehrlich verteidigen. Also Garchomp passt eben nicht wie Lando in jedes Team. Ja. Lando eben schon, also theoretisch könnte man einfach das Pokémon austauschen und Lando reinpacken, was eigentlich hier entweder U-Turn haben sollte oder Staffrox oder keine Ahnung, Stall breaken. Und Lando macht eben so viel einfach, weil es so variabel ist und man also kann eben... Also spielt man Garchomp nur aus Sympathie eigentlich, weil man eigentlich immer Lando über Garchomp spielen könnte. Theoretisch. Theoretisch, aber manchmal halt auch eine Nische, sage ich mal so. Also Garchomp kann auch mal so ein Draco droppen auf andere Landos und das ist ja, halt auch witzig. Ja. Das letzte Team, was wir gebaut haben, Team, da habe ich ja auch ein Special Garchomp gemacht. Genau. Weil halt Lando überall ist und die meisten, die bleiben da einfach drin. Ja, genau, und wenn man halt diesen Speed-Stat braucht von Garchomp, also es hat ja 102 Speed-Base, kann man auch auf Garchomp zurückgreifen. Richtig, Lando hat, glaube ich, 91, ne? Ja. Ja. Okay, ich glaube tatsächlich, das war's schon. Ich glaube, so das Wichtigste bei Lando war halt einfach eben die Sets und darüber zu sprechen, was ist denn überhaupt im OU
für Aufgaben hat. Also ihr würdet auf jeden Fall sagen, das sollte auf jeden Fall weiter in einem OU bleiben. Komm mal, was wolle. Man sieht einfach keinen Grund, das zu behandeln, es halt noch so Sachen wie Celesteela und also Skarmory gerade. Vor allem, wenn es healthy macht. Genau, gerade weil es eben nicht unbedingt die beste Recovery hat. Also Lando kann man halt wegkriegen, so ist es nicht, aber ja, klar, es die ist Sache okay. ist eben, es wäre halt Chaos, wenn einfach jeder irgendwie Sand bringt oder Mega Charizard X und das wäre halt ultra nervig, da einen Check zu finden. Ja, das stimmt. Okay, also Lando, wie gesagt, kriegt unser OU-Gütesiegel, kann man dort gerne spielen und ja, gut, ich würde sagen, das war's mit dem Part, schaut auf jeden Fall bei den anderen beiden vorbei, beim guten N und beim Glabber. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschüss.